Herzlich willkommen zurück, liebe Körperfreunde. Ja, so wie ihr seht, ich habe die Zeit mal übersprungen, bis er hier im Punkt genau gelandet hat. Und wir sind jetzt endlich auf dem Mond. Weil bei der einen Folge, da ging es ja nicht. Und jetzt auf einmal Pupp geht. Einwandfrei. So, da werden wir jetzt auch mal die ersten Materialbehälter erstmal analysieren. Temperatur messen. Dann sollen wir hier den Mystery Book Container mal aktivieren. Dann was war das denn? Das Barometer. Atmosphärendruck scannen. Haben wir sonst noch was dran? Nein, wir haben nichts dran. So, das sind 96, 200, 64, 80. Sieht doch schon gut aus. So, bevor wir ihn jetzt rauslassen, werden wir jetzt hier erstmal die Leitern aus. Nein, das war falsch. Recyceln. Ich will die. Ja, genau, Extend Ladder. Ich will die Leiter rausfahren. Dass wir hier gleich schön einen kleinen Mondspaziergang machen können. So. Die Leiter fährt aus. Reicht die Leiter auch? Ich habe die mir vorher nicht getestet. Ach, Bombe, passt. So. Klettern wir mal die Leiter runter. Jebediah! Oh, ich sehe gerade diese. Oh. Ich werde diese Panels aus Sicherheitsgründen erstmal einklappen. Weil ich hatte mir schon mal das eine Offscreen-Variante hatte ich schon mal das Problem gehabt, dass wenn man mit dem Körbel dir so gegenfährt, fährt sei schon, der fährt nicht, der fliegt, dass der dann die Leiter kaputt macht. Leiter, Thomas. So, ein kleiner Sprung für mich, ein großer für einen Körbel. Duck. Duck. Da steht er. Der erste Körbin auf dem Mond, Leute. Und wer ist es? Jebediah. So, schnell mal gucken, ob wir jetzt auch irgendwo vielleicht hier zufälligerweise. Nein. Mein Glück immer. Wir sehen keinen Körbin. Dass wir so schön melodramatisch von hier nach Körbin gucken können. Aber die Milchstraße. Da ist der Gürtel der Milchstraße. So, dann machen wir jetzt hier. Eine Probe nehmen, es gibt auch noch mal ordentlich Punkte und ein Report, das bringt auch noch mal gut Punkte und eine Flagge setzen. Leute, die Flagge muss sein. Bam. So. Mond, okay, der heißt Moon, aber ich nenne das Ding Mond. So. Ein kleiner Schritt für mich, ein großer, oh, das habe ich großer klein geschrieben eigentlich, ne? Der für Körben. Habe ich wieder die Großschreibklasse. So. Bom. Jetzt können wir uns hier die Flagge auch mal angucken. Das sieht gut aus. So, hier haben wir jetzt alles soweit gemacht. Da können wir jetzt mal hingehen, unsere Brenner rausholen. So. Und ab wieder ins Raumschiff, weil wir haben ja noch mehr vor. So, und ab an unsere lange Leiter dran geflogen. Da haben wir nämlich mehr zum Grapschen. Ups. So. Und ab geht's wieder in die Raumkapsel. Bord. So, und an dieser Stelle mache ich oben noch einen kleinen Statusbericht. Da gibt es auch noch mal ein paar Pünktchen. So. Alles klar. Dann würde ich sagen, diese Ecke hätten wir. So. Was haben wir denn hier? Hier haben wir Highlands.
Ich sage, Midlands haben wir ja. Dann nehmen wir jetzt hier. Mal gucken wir mal, in welche Richtung wir jetzt gehen. Highlands, Highlands, Highlands. Timkraters, genau. Midlands. Hier mal das Hochland. So, das machen wir gleich. Da werde ich jetzt immer ein bisschen starten, ein bisschen gerade hochgehen, damit er ein bisschen Platz kriegt zum Boden. Damit wir eben da jetzt landen können. Dann machen wir Midlands und die Twin Craters und dann werden wir dann zurückfliegen. Und hoffen, Leute, dass der Treibstoff reicht. Und erstmal Vollgas. Aber ich bin da in solchen Hinsichten total optimistisch. Erstmal ein bisschen höher gewinnen. So, was macht der? Gar nichts. Upward Landing. Wir müssen jetzt mal gucken, welche Richtung wir müssen. Das ist so knapp 90 Grad Winkel. Ups, einmal alles hier aktivieren hier. Das war Norden, Süden, Westen, Osten. Ungefähr in der Richtung müssen wir. Wir können ja mal versuchen, manuell zu landen. Sind wir hier überhaupt richtig? Nein, wir müssen weiter rüber. Dann können wir jetzt hier erstmal ein bisschen weggehen. So war das. So, erstmal wieder Steuerung, erstmal wieder klarkommen. So, erstmal ausrichten. Komm, ausrichten. Ja, lieber Kirbins und Kirbinauten. Was in die Richtung, weil es ist die Richtung richtig. Ja, er dreht sich. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, 180 Grad, das ist ungefähr da hinten. Das wäre da. Wir könnten sogar noch ein bisschen wieder zurückgehen. Das sehe ich gerade. So ungefähr hier. Ah, da wird der Punkt ja sogar angezeigt. Wo der ungefähr wäre. Während tut er dann da. Um es mal so zu sagen. Ich hoffe, hier sind wir einigermaßen richtig. Wir müssen ja nur auf die Midlands landen. Also eigentlich sogar noch weiter rüber jetzt. Ups, die Richtung müssen wir. Wieder ein Stückchen zurück, damit wir nämlich hier schöne gerade Linien gleich reinkriegen. So, meine lieben Leute, dann wollen wir mal gucken. So. Eigentlich müsste er jetzt gleich eine Landung vollführen. Wir können jetzt auch, wir haben ja den Punkt ungefähr gesetzt. Jetzt kann man sagen, ja, der würde jetzt da landen. Würde ich sagen, das machen wir. Lassen wir jetzt auch. Wir lassen ihn jetzt einfach mal trudeln, so da, wo er jetzt hin möchte. Weil der Punkt reicht uns ja. Hauptsache, wir sind jetzt eben
Weil das ist ja alles Highlands, hier vorne haben wir Midlands und da sind die Twin Cats. Also ich will jetzt hier und da nochmal landen. Dass wir die drei Punkte eben abgearbeitet haben. Wenn es ja nach mir gehen würde, ich würde ja gerne so ein Forschungslab einfach nehmen und schwuppdiwupp einfach hier rüber fahren. Na, das. Na, ich glaube, wir werden nur eins machen. Wir werden aber nur zwei mitnehmen, weil der Treibstoff. Ach, ich hab Schiss bei sowas. Ich hab echt Schiss, Leute. Dass es nicht reicht. Dass wir jetzt gleich hier stehen und keinen Treibstoff mehr besitzen. Vor allem unsere Instrumente und alles, das sieht ja alles nicht mehr so ganz taco aus irgendwelchen Gründen auch immer. Ich weiß nicht, um die so in Mitleidenschaft hier gezogen werden. Aber nicht, dass uns hier irgendwas jetzt kaputt geht. Aber ich kapiere das auch nicht. Warum? Oder hätte ich die jetzt in so ein Bay reinmachen müssen? Ich glaube, beim nächsten Lander werde ich das Ganze in so ein Service Bay, wie sich das Ding schimpft, reinmachen. Weil das ist doch schon für mich so ein bisschen. Ja. Wie soll man sagen? So ein bisschen. Ja. Komisch. Weil die haben alle ganz schön schon gelitten hier. Ich würde das Bremsmanöver auch starten. Und ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir eine kürzere Folge, eine ganzen. Ich werde mich dann wieder melden, wenn wir auf dem Mond angekommen sind. Ne, da gibt es heute eben etwas kürzere, mal ein paar Minuten kürzer. Aber es gibt wieder Folgen, die waren jetzt auch schon länger. Also dementsprechend, es wird sich immer so, ich versuche um die 15 Minuten mal einzupendeln. So, dann bedanke ich mich erstmal wieder für's Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge. Tschüss.